Das Creator-Barcamp 2022 ist vorbei. Gaffer behindern mal wieder einen Einsatz der Feuerwehr oder den Einsatz Rettern. Und vor 15 Jahren wurde in Würzburg Kinderstimmen in Straßenbahn in den öffentlichen Nahverkehr abgespielt. Ja, Gaffer haben mal wieder die Arbeit von Rettungsdienst behindert. Am Baggersee bei Bayersdorf in Landkreis Erlangen-Höchstadt ist ein 74-jähriger alter Mann ertrunken. Und das war am 28.06. Ja, er ist einfach, ja, unterte dann, und viele, die außerhalb haben zugeschaut, haben ihr Handy, genommen, Fotos und Videos gemacht, auch, ja, dann war eine Gruppe dabei, die war, ja, halb nackt und haben die Polizei, Rettungskräfte behindert bei ihrer Arbeit und ja, darum ein Appell von mir, ich selber, bitte, bitte, bitte lass den Rettungsdienst seine Arbeit vollenden. Auf dem Creator Barcamp können sich verschiedene CreatorInnen sich treffen, austauschen, zusammen Videos produzieren. Um 10 Uhr konnte man sich fotografieren, die zum Sammeln in ein Album oder auf der Fake Wand hinhängen. Danach konnte man zusammen beim Speed Dating sich kennenlernen, sich die CreatorInnen ausgetauscht haben, den echt in kleine Gruppen, die über ein Thema ausgetauscht wurde oder zum Zuhören gedacht ist. Am späten Abend wurde die gedrehte Video zusammen angeschaut. Nächstes Jahr ist wieder ein Barcamp. Erfolg für weitere Info im Creator Barcamp Instagram Account. Auf und ja, vor 15 Jahren in einer Grundschule laut dem BR-Bericht sind Kinder aufgefallen, dass etwas nicht richtig ausgesprochen wurde. Daraufhin hat dann die Lehrerin mit den SchülerInnen sich dann darum bemüht, das echt richtig, weil die Computerstimme falsch betont hat, haben die echt eben versucht, echt selber einzusprechen. Die Kinder waren am Anfang tierisch aufgeregt, wie sonst was. Aber da hat sich nach der Zeit auch wieder gelegt. Erstmal wurde da nur auch Kassette, dann
im BR-Studio im Würzburg abgespielt. Ja, und Ende 2008, Dezember, wurde das dann zum ersten Mal als veröffentlicht oder abgespielt in den dann öffentlichen Verkehrsmitteln mit Kinderstimmen. Die sind aktuell teilweise locker so 23 Jahre und sind voller Stolz. Und das waren auch schon wieder die News der Woche von dieser Woche. Wir sehen uns in einer Woche wieder und damit sage ich euch schönen Tag, macht gut, bleibt gesund.